Oh, heute bin ich ohne Alexa unterwegs. Die ist nur am Schaffen, ihr gerade aufgehört und bin ab in den Wald. Zum nochmal die Stelle checken, wo wir, ich glaube, am 8. August waren. Fallfall, da haben wir ein Jungspilzchen mit dem Stöckchen markiert. Das brauchen wir jetzt nochmal, weil das da nehme ich mit. Und vor allem, nicht einmal einen Meter daneben, ist schon wieder der nächste Hus. Also ich schaue mich jetzt noch um, da ist sicher noch mehr um. Ja, und wer seht's? Mit Stockeinsatz. Die nächsten drei fast nebeneinander. Das ist so cool da. Aber ihr Bucke unterschätzt die Fressen mit Senf. Ja, für die erste Pilzstelle ist das mal gar nicht schlecht. Da weiß ich schon, wer sich brutal darüber freut und ärgert, dass er nicht mit dabei war. Aber es nutzt ja nichts. Es wird trockener und die Schnecken sind auch ganz tüchtig unterwegs. Die kennen sich gerne mal aus. Und weiter geht's. Wir sind an einer typischen Stelle, wo Parasol kommen. Und ich werde nicht enttäuscht. Und da steht noch ein kleiner. Kommen natürlich das mit. Das ist das Übel, wenn man stiller wieder abgrast, wo man vor ein paar Tagen noch war. Dann sieht man nämlich auch, was man übersehen hat. Der ist jetzt leider schon zu groß, zu weich und der darf da ausspuren. Aber er ist wunderschön. Traumhaft. Amy, da kriegen wir Schimpfe, wenn wir heimkommen. Und weiter geht's. Bin ein Lörcher. Haben jetzt natürlich auch wunderschöne Goldröhrlinge oder Lerchenröhrling genannt gefunden. Die werde ich jetzt mal mitnehmen, Tutabziehen vom Hut und echt mal probieren, ob sich das kulinarisch rentiert zum Mitnehmen. Jetzt nochmal Ärger. Das ist ein Werk der Oma aus einer Kuppe, wo ein bisschen trocken ist, Licht durchflutet. Bäumle drum herum. Da haben wir gesagt, ich komme das nächste Mal her. Ah, ich bin jetzt schon hier. Und wo ist er jetzt? Komm da ums Eck. Und ist schon wieder der erste Fichtensteinpilz da. Hui!